Das Rudolf-Harbig-Stadion erlebt im August 1991 eine historische Stunde. Die auf 20 Mannschaften aufgestockte Bundesliga startet mit zwei Teams aus der ehemaligen DDR. Mit Hansa Rostock und mit Dynamo Dresden. Zum ersten Mal geht es um Punkte, Ost gegen West. Schnell wird klar, beide Teams kämpfen einzig und allein um den Klassenerhalt. Die Dresdner, eben noch strukturell ein Polizeisportverein, stehen mit den ersten Spieltagen im Tabellenkeller. So wird die Herbstrunde für das Team von Helmut Schulte, ein Westimport, zum Lernprozess unter schwierigen, teils chaotischen Bedingungen. Am Saisonziel aber wird nicht gerüttelt, Verbleib in der Bundesliga. Die Turbulenzen auf allen Ebenen lassen das Jahr 1992 für Dynamo zur Zerreißprobe werden. Wir hatten niemand, der vom DFB, von NLV, DFB uns sagt, wie es richtig geht. Und wir waren plötzlich Konkurrent in der ersten Bundesliga. Und so sind die mit uns auch umgegangen. Man hat viel mehr Bezug entwickelt zu der ganzen Situation im Osten, weil es ging ja allen dreckig. Du wusstest nicht, wie es nächster weiterging. Das ging den normalen Familienvater so, das ging mir so. Viele werden da lachen. Aber bei den Summen, die du im Osten verdient hast und bei Dynamo, also, da konntest du nicht langfristig planen. Die erste Halbserie, das war die Grundlage, dass Dynamo Dresden überhaupt in der Bundesliga geblieben ist. Sonst wäre die Mannschaft untergegangen. Das ist Fakt, ist das. Von der zweiten Mannschaft zur Bundesliga war dann mal eine komplett andere Welt. Ja, man hat Lederschuhe bekommen. Man hatte mal eine Unterwassermassage. Deswegen war es dann schon mal schön, auch ein bisschen am Kuchen mit zu knabbern. Das neue Jahr beginnt in Dresden mit einem Comeback. Dynamo-Idol Ralf Minge kehrt im Januar 1992 auf den Platz zurück. Nach 6 Monaten als Azubi der Geschäftsführung wirkt der einstige Torjäger nun in neuer Funktion als Co-Trainer an der Seite von Helmut Schulte. Ich habe mit vielen zusammen gespielt noch. Man fühlte sich irgendwo wieder zu Hause. Man hatte einen gewissen Einfluss auf die Prozesse. Und das hat mir Spaß gemacht, das hat mir gut getan. Also ich fand das mit dieser Azubi-Geschichte schon auch in meinem Gedanken charmant, ne? Dass man so eine Richtung einschlägt. Und das ist dann auch eine Sache von Versuch und Irrtum, ne? Ganz einfach, man muss sich ausprobieren. Minges Wechsel von der Führungsebene zurück an die Basis gleicht einer Flucht vor den Umständen in der Vorstandsetage. Die Vereinsbosse wirken wie ständig getrieben und dabei überfordert. Von Ereignissen wie dem Gewaltausbruch bei Dynamos letztem Europacup-Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Die Krawalle führen im März 1991 zum Spielabbruch. Dresden wird 2 Spielzeiten für den Europapokal gesperrt. Nicht der einzige Skandal, der den Weg des Vereins begleitet. Das Stadion ist in Wirklichkeit eine Bruchbude. In Windeseile war sie Bundesliga-tauglich gemacht worden. Trotz aller Bemühungen bleibt es Flickschusterei. Hinzu kommen die Machtkämpfe im Präsidium, die Pleite des Werbepartners und eine Kassenlage, die sich dramatisch zuspitzt. Monat für Monat macht der Verein eine 6-stellige Summe Minus. Doch das erfährt die Öffentlichkeit erst, als sich die Schulden Ende 1991 bereits auf ein Millionendefizit summiert haben. Ja, ist ja vieles auch schon im Herbst nicht pünktlich bezahlt worden, beziehungsweise nicht voll ausgezahlt worden, sodass da manche Spieler schon so verbockt waren, dass sie sagen, wir lassen uns die Zinsen noch bezahlen, weil sie das nicht kannten. Ich wusste damals noch nicht von den 10 Millionen im Herbst. Ich habe das erst später mitbekommen. Man hat uns dann halt immer vertröstet. Erfahren hat man es von den eigenen Leuten relativ wenig. Dass mal einer aus dem Verein gesagt hat, du, wir haben jetzt wirklich massive Probleme, habt Geduld, das dauert, dann merkst du dann schon, irgendwas stimmt nicht. Januar 1992. Präsident Wolf-Rüdiger Ziegenbalg schwört das Kollektiv auf die bevorstehenden Aufgaben ein. An oberster Stelle steht der Klassenerhalt in der Bundesliga.
Cheftrainer Helmut Schulte steht in diesen Tagen vor einer ganz anderen Bewährungsprobe. Nach dem gerade vollzogenen Sendestart des Mitteldeutschen Rundfunks ist er Stargast in der neuen Sonntagabendshow. Herzlich willkommen zur Premiere von Glück muss man haben. Ich möchte gleich meinen ersten Gast überraschen. Und zwar ist das einer, der natürlich mit Fußball zu tun hat. Guten Abend, Helmut Schulte. Daneben, halt! Helmuts Trainerkarriere beim ersten FC St. Pauli begann durch A. gute Beziehungen auf der Reeperbahn. B. seinen kämpferischen Einsatz als dritter Ersatzspieler. Oder C. es war eine ABM-Vermittlung. C. Aber mutig. Na, wir stecken ja alle irgendwo in ABM jetzt. Ne? Beim Doppelpass mit der jungen Dresdnerin wird dem Coach mal wieder deutlich, wie gravierend die Veränderungen für die Menschen im Osten wirklich sind. Nach der Wende, als ich quasi alle Bezugspunkte bzw. alle Bewertungen und Bedeutungen komplett verändert haben und viel neu wurde für Menschen, habe ich immer nur gedacht, wie wäre es denn, wenn das umgekehrt gewesen wäre? Also wenn dieses Leben im Osten jetzt sozusagen den Wessis übergestülpt worden wäre. Ja? Und da habe ich immer gesagt, wir hätten viel, viel mehr Probleme damit gehabt, uns da irgendwie einzufinden. Ne? Nach dem Auftritt dieses Ballkünstlers wird Schulte von Showmaster Wolfgang Lippert nach seinen Fußballern gefragt. Ja, wir haben ja auch sehr viele Spieler, die den Ball gut hochhalten können, aber wir haben relativ wenig, die ihn ins Tor schießen können. Das ist ein bisschen unser Problem. Tage später geht es ins Trainingslager. Auf Kreta holt sich das Team den Schliff für das Bundesliga-Frühjahr. Helmut Schulte kann hier nicht ahnen, dass es mit der Rückkehr nach Dresden zu einer Situation kommen wird, die den Verein, vor allem aber seine Dynamo-Mannschaft, in den Ausnahmezustand versetzt. Das Thema sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Ihre Augen und Ohren wollte die Stasi überall haben. Das Netz ihrer inoffiziellen Mitarbeiter spann sie so engmaschig wie nur möglich durch alle Bereiche hindurch. Der Stürmerstar des sächsischen Bundesligisten 1. FC Dynamo Dresden war ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. 8 Jahre lang hat Thorsten Gütschow Mannschaftskameraden und Clubfunktionäre bespitzelt. Mit diesen Schlagzeilen im Gepäck fährt Dynamo zum Testspiel beim Chemnitzer FC. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Bundesliga-Start und alle fragen sich, wie geht man mit dem als Spitzel enttarnten Dynamo-Torjäger um? Sowohl auf dem Platz, aber vielmehr auch jenseits der Rasenkante. Da dachte ich, naja, was wird hier bloß passieren? Und da sagt Helmut zu mir, der spielt bei mir nie wieder. Und da habe ich gesagt, Helmut, das geht nie. Ich komme persönlich dahin. Und wenn du den nie aufstellst am Anfang, ich sage, lass mir von dir das Vereinsvermögen nicht kaputt machen. Das mache ich da, entlasse ich dich am Spielfeld rein. Ist mir völlig egal, was dann passiert. Mit dem Fall Thorsten Gütschow kommt bei Dynamo eine ganze Stasi-Lawine ins Rollen. Fast täglich gibt es neue Enthüllungen, gepaart mit Vermutungen und Verdächtigungen. Wer könnte der Nächste sein? Das Ausmaß der aufgedeckten Verstrickungen schockiert, vor allem die Alteingesessenen. Jeder wusste ja das, aber die Dimension, die ist ja dann erstmal zum Vorschein gekommen. Man musste ja dort differenzieren. Wir hatten ja Spieler dabei, die hatten ja gar nichts damit zu tun, die konnten es gar nicht einordnen. Also ich meine jetzt gerade auch die neuen Spieler. Dann gab es Spieler oder Leute, die im Umfeld waren, jetzt nicht mal mit eingeschlossen, die schon emotional eine Situation hatten, die erstmal zu verarbeiten war. Das hat natürlich das alles erschwert, auch Helmut Schulte. Wir haben so viel gesprochen darüber, weil ihm fiel es ja auch schwer, das einzuordnen, die Tragweite. Und insofern war das schon nochmal eine extreme Belastung zusätzlich. Gütschows Enttarnung ist alles andere als ein Zufall. Mit Jahresbeginn 1992 hat jeder Bürger der ehemaligen DDR die Möglichkeit, bei der GAUK-Behörde einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Das öffentliche Interesse ist riesengroß, weil bis zu diesem Zeitpunkt niemand wirklich etwas über das Ausmaß der Bespitzelung weiß. Doch die Grenzen zwischen Aufarbeitung und Aufregung sind fließend. So wird in Dresden unter der Hand mit MFS-Akten ein regelrechter Handel betrieben. Dynamos Torjäger gehört zu den Top-Promis, mit deren Stasi-Verstrickung Auflage gemacht wird.
Zudem gilt IM gleich IM. Eine Differenzierung nach Art und Schwere der Zusammenarbeit wird erst viel später beginnen. Auch die Zahl der aufgedeckten IM-Fälle wirft Fragen auf. 2003 werden es bei Dynamo mehr als 20 enttarnte Spitzel sein. Doch nicht nur in Dresden waren Spieler oder Angestellte eines Fußballclubs von der Stasi angeworben worden. Ähnliches geschah auch in Chemnitz, Halle oder Leipzig. Bei Hansa Rostock, dem zweiten Ostverein in der Bundesliga, dringen im Februar 1992 drei IM-Fälle an die Öffentlichkeit. Doch nirgendwo schlagen die Wellen so hoch wie in Dresden. Die Dynamo-Mannschaft versucht, das Thema intern zu klären. Wir haben dann in der ersten Woche dann gleich die ganze Mannschaft zusammengenommen und habe mich dann davor gestellt, habe gesagt, ich möchte jetzt, dass über diejenigen abgestimmt wird. Es ging hauptsächlich um Arzt und Physiotherapeut, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Da waren 18 Stimmen für den Physiotherapeuten und 3 oder 2 dagegen. Und bei dem Arzt war es genau umgedreht. Also der Arzt musste sofort gehen. Dann habe ich die Mannschaft noch gebeten, sich zu outen, dass wir das dann auch zügig klären können, wie das dann weitergeht. Und dann waren wir nicht mehr angreifbar als Mannschaft. Bis zum ersten Bundesligaspiel bleibt nicht viel Zeit. Der Trainer sorgt sich, dass sich die Unruhe der vergangenen Wochen auf die Leistung niederschlägt. Immerhin, Thorsten Gütschow wird weiterspielen. Ich wollte das abschließen, das ganze Thema. Ich wollte das loswerden. Ich wollte, dass wir uns wieder auf Fußball konzentrieren. Dass das irgendwie, und das war quasi mein naiver Versuch, das irgendwie hinzukriegen. Aber das war natürlich deutlich viel schichtiger und komplizierter und schwieriger, als ich es gewünscht hätte oder gedacht hätte. Anfang Februar müssen die Schwarz-Gelben zum ersten Punktetreffen nach der Enthüllungswelle ran. Keiner weiß, wie die Fans reagieren. Dresden spielt gegen den ersten FC Nürnberg. Die Transparente lassen die Akteure zunächst aufatmen. Nun muss die Mannschaft liefern. Die Schulterelf tritt die Flucht nach vorn ein und ausgerechnet Thorsten Gütschow bringt Dynamo gegen die Franken in Front. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft, gehen 1-0 in Führung mit Gütschow-Tor. Kopfball nach Flanke von Scholz, also seinem Kumpel. Also eigentlich ein Märchen bahnte sich da an. Doch die Dresdner werden in der zweiten Halbzeit aus allen Träumen gerissen. 2 Treffer der Nürnberger drehen das Spiel. So kassieren die Dynamos eine bittere Heimpleite, verbunden damit das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Gleich danach sind die Dresdner in München gefordert. Niemand rechnet ernsthaft mit einer Überraschung. Selbst wenn der FC Bayern in dieser Saison große sportliche Probleme hat. Doch die Dresdner wachsen an diesem Tag über sich hinaus. Tore von Heiko Scholz und Dirk Zander lassen den unerwarteten Auswärtssieg Wirklichkeit werden. Und Trainer Helmut Schulte liefert das Bonmot der Saison. Punkte gegen direkte Mitkonkurrenten zählen ja doppelt, von daher freuen wir uns auch doppelt. Bayern, ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf, heute unvorstellbar. In die Lage wird ja kaum noch jemand je in unserem Leben kommen. Das habe ich auch dem großartigen Verein Dynamo Dresden zu verdanken, dass ich mal gegen Bayern München gewinnen durfte als Trainer. Das war das einzige Mal. Helmut Schulte, seit nunmehr 9 Monaten in Dresden, nimmt auch Anteil an der Entwicklung der Stadt. Was ihn und vielmehr noch die älteren Bürger der Stadt bewegt, der beginnende Wiederaufbau der Frauenkirche. Parallel dazu werden Spendenaufrufe gestartet, ein Zeichen für Dresden, das Wahrzeichen irgendwann einmal zurückzuerhalten. Ende März ist Dynamos Trainer so gut wie entlassen. 2 Niederlagen in Folge und das innerhalb von nur 4 Tagen lassen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt schwinden. Dem 0:3 beim MSV Duisburg folgt ein weiteres 0:3 in Wattenscheid. Die Stimmung sinkt auf den Nullpunkt. Was wird mit Dynamo? Was mit Helmut Schulte? Mitte April steht in Dresden das große Abstiegsduell der beiden Ostclubs an, Dynamo gegen Hansa. Für die Sachsen ist es ein Existenzkampf auf allen Ebenen. Aber auch die Rostocker sind längst im Bundesliga-Keller angekommen.
Mit der Abstiegsregelung im 20er-Feld wird es erstmals 4 Absteiger geben, sind die Ostfußballer gar nicht glücklich. Florian Weichert, damals der Torvorbereiter beim 1:0 für Hansa in Dresden, blickt zurück. Das ist das Einzige, was ich kritisiere, dass man die Bundesliga durch die 2 Ostvereine aufstockt, aber auch nicht gleichzeitig sagt, es bleibt bei 3 Absteigern. Und das hätte man im Grunde genommen so ein bisschen moderater für ein paar Jahre handeln können. Dann wäre es auch für die Ostvereine oder vielleicht für Hansa Rostock in dem Falle besser gewesen. Wir sind ja nur abgestiegen wegen dem schlechten Torverhältnis, glaube ich. Zurück zum Abstiegsduell in Dresden. Die Schwarz-Gelben verlieren nach dem Rückstand keinesfalls die Nerven und erzwingen tatsächlich die Wende. Durch Tore von Sven Kmetsch und Dirk Zander holt Dynamo nicht nur 2 wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Rostock starten die Schwarz-Gelben eine Erfolgsserie. 5 Spiele ohne Niederlage. Mit Siegen in Düsseldorf gegen Karlsruhe und den FC Schalke 04 tragen das Schulte-Team im Saisonendspurt bis zum Klassenerhalt. Der ist bereits einen Spieltag vor Ultimo perfekt und kann so beim letzten Heimspiel gefeiert werden. Doch dem Kapitän platzt der Kragen. Noch so ein chaotisches Jahr im Umfeld kann es nicht noch mal vor Dresden geben. Weil dann kriegen wir wirklich riesige Probleme. Wir haben uns als Mannschaft zurückgehalten zu diesen Themen. Wir haben immer geschwiegen und das kann auf Dauer nicht sein. In Rostock fließen mit dem Schlusspfiff der Saison bittere Tränen. Hansa hat es nicht geschafft. Mit Wehmut denken die Fans zurück an den phänomenalen Start mit 3 Siegen in Folge gegen Nürnberg, beim FC Bayern und gegen Borussia Dortmund. Im Frühjahr dann die Entlassung des bei vielen Fans beliebten Uwe Reinders. Es ist der letzte Versuch, die Talfahrt zu stoppen. Doch Hansas Abstieg kommt nicht überraschend. Über Monate schwelt ein Machtkampf zwischen dem Trainer aus dem Westen und Präsident Gerd Kiesche. Die Reibereien im Verein, also Kiesche und Reinders, das war ein maßgeblicher Punkt, weil das dann auch die Mannschaft auseinandergetrieben hat. Ein Teil war für Reinders, ein Teil für Kiesche. Und das kriegst du dann nicht mehr zusammen. Der komplette Dynamo-Tross urlaubt in Florida. Präsident Ziegenbalg wird auf dieser Sponsorenreise von einer Personalie überrascht. Es ist sein Cheftrainer hier als Torhüter beim Gute-Laune-Training im Einsatz. Helmut Schulte erklärt genau eine Woche nach dem Saisonfinale seinen sofortigen Rücktritt. Seine Entscheidung sei über viele Wochen gereift und wäre trotz des Verbleibs in der Bundesliga alternativlos. Es war alles klasse, aber trotzdem hatte ich nach diesem einen Jahr das Gefühl, als Trainer geht es hier für dich nicht mehr weiter. Da waren zu viele Dinge passiert und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir dann nochmal die Klasse schaffen würden, weil ich im Grunde genommen mein Pulver im Grunde genommen da schon verbraucht hatte. Dynamo-Präsident Ziegenbalg sieht sich nach Schultes Entscheidung unter Zugzwang für ihn nichts Neues. In seiner 2-jährigen Amtszeit kennt er fast ausschließlich diesen Handlungsdruck. Um seine Rolle im Verein besser zu verstehen, lohnt ein Blick zurück. Wie war dieser Mann überhaupt zu Dynamo gekommen und wie zum Amt des Präsidenten? Fußball war für mich nicht erstrangiger Sport, sondern ich war Leichtathlet. Mein Cousin ist Europameister über 10.000 Meter gewesen, der Jürgen Haase. Und wir haben mit denen viel zusammen trainiert. Also war Fußball für mich danach nur was zum Abtrainieren. Beruflich ist der gelernte Rundfunkmechaniker in den 70er Jahren als Elektroingenieur bei Robotron in Radeberg tätig. Da erhält er ein Angebot, eine Vertragswerkstatt zu übernehmen und macht sich 1976 selbstständig. In Stolpen bei Dresden verkauft und repariert er nun Fernsehgeräte. Ziegenbalgs Motto scheint in der ganzen Republik einmalig. Also unser Slogan war bis 10 Uhr gebracht und bis 16 Uhr gemacht. Und dadurch kamen natürlich auch solche Kunden wie Gunter Emmerlich oder wie Wolfgang Stumpf wurden natürlich aufmerksam. Ich war ein Teil der Mangelwirtschaft. Kann sich halt keiner mehr vorstellen. Und beinahe zufällig entsteht die Verbindung zu Dynamo Dresden.
So kam dann der Kontakt immer näher zum Fußball. Über den Vater von Horti Schade, da hat er zu mir gesagt, gibt es nie eine Möglichkeit für Horti und die Spieler, die Geräte, die die im Intershop bekommen oder auf Auslandsreisen, kann die nie jemand reparieren? Das könntest du doch machen. Wir waren praktisch Vertragswerkstatt von Dynamo Dresden, von Magdeburg, von Jena, von der Fußball-Olympia-Auswahl. Wir haben Bischofswerda, wir haben praktisch die ganzen Videoschnitte gemacht und sind natürlich auch zu den Pokalspielen gefahren, wo ich dann gesagt habe, das ist mein Verein, hier kannst du richtig reinwachsen. Ziegenbalg sucht auch die private Nähe zu den Dynamo-Spielern. In den 80er Jahren kommt es zu regelmäßigen Fußballvergleichen zwischen seinen Mitarbeitern und den Dresdner Oberliga-Stars. Kirsten, Sammer und Co. rücken mit dem Mannschaftsbus in Stolpen an. Im Sommer und im Winter gab es immer das Spiel TV-Service Ziegenbalg plus Freunde in Stolpen. Da war schulfrei, da kam die an, da habe ich vorher Burgbesichtigung organisiert mit Mädels, die was zu trinken. Wir wollten ja mal gewinnen. Ein glücklicher Umstand lässt den umtriebigen Ziegenbalg im Dynamo-Stadion an beste Reklame in eigener Sache kommen. Er sieht eine leere Werbefläche am Spielfeldrand und hakt einfach mal nach. Da habe ich gefragt, was kostet die? Na, im Quartal, was weiß ich, knapp 20 Mark Reinigung. Da habe ich gesagt, das bastel ich dran. Das war alles. Später habe ich 75.000 oder 90.000 für die Bande bezahlt, D-Mark. Ziegenbalgs Dynamo-Karriere beginnt 1988 mit dem Abschiedsspiel von Reinhard Häfner. Fortan wirkt er als Cheforganisator der sogenannten Stadionshow. Vor jedem Europapokalspiel tummeln sich in Dresden die Prominenten bei Spiel und Spaß. Und Ziegenbalg immer mittendrin und auch mal ganz oben auf. Die Wende macht aus dem DDR-Exoten einen ostdeutschen Vorzeigeunternehmer, der für das höchste Amt bei Dynamo prädestiniert scheint. Welcher Teufel hat Sie eigentlich geritten, denn auch noch Präsident eines Fußballvereins werden zu wollen? Mit Leib und Seele bin ich Fußballfan. Sowas hat man im Blut. Da ist der Teufel praktisch mit drin. Und ich habe gesagt, ich will alles noch mal tun. Auf der einen Seite in der Wirtschaft, dass es in den neuen Bundesländern besser vorangeht. Dann habe gleichzeitig gesagt, im Fußball muss es vorangehen. Der Ostfußball kann nicht tot sein. Und ich will gerne bereit sein, meine restliche Freizeit, die mir bleibt, für den ersten FC Dynamo Dresden zu opfern. Deutlich schärfer als bei dieser TV-Sendung ist der Ton bei Dynamo-Mitgliederversammlungen. Hier muss sich Wolf Rüdiger Ziegenbalg ganz andere Dinge anhören. Sie haben einen Schuldenberg von ca. 6 Millionen Mark. Da können Sie sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Sie kommen um diesen Schuldenberg nicht herum. Mit einer solch chaotischen Vereinsführung bleibt als Konsequenz, Sie sind gescheitert, treten Sie zurück. Auf der Jahreshauptversammlung im Juni 1992 geht es um das Amt des Präsidenten. Der Ludwigsburger Architekt Walter Hoff will an die Macht. Doch Ziegenbalg weiß, was die Mitglieder hören wollen. Was wir schon gar nicht brauchen können, sind Leute, die in ihrem Leben noch keinen Schritt nach Dresden gesetzt haben und mit diesem Verein nichts zu tun haben. Damit ist Ziegenbalgs Wiederwahl gesichert. Dynamo gleicht im Sommer 1992 einer riesigen Baustelle. Zwar hat das Team die Bundesliga halten können, doch die prekäre Kassenlage hat den Verein gezwungen, die offenen Trainer- und Managerposten mit Personal aus den eigenen Reihen zu besetzen. So werden Klaus Sammer, der neue Coach, und der noch im Jahr zuvor als Trainer entlassene Reinhard Häfner, der neue Manager. Auch ein passendes Motto lässt sich finden. Der erste FC Dynamo Dresden hilft sich selbst. Klaus Sammer erinnert sich. Viele Spieler kannte ich ja und ich habe natürlich immer die Spiele auch gesehen vorher etc. Und habe die Mannschaft eingeschätzt, es ist keine Spitzenmannschaft, sondern es gibt nur ein Prinzip. Klassenhalt ist schon eine absolut gute Leistung und das war meine Grundeinstellung und danach bin ich gegangen in Vorsicht. Mit Klaus Sammer geht der nunmehr einzig verbliebene Ostverein in seine zweite Bundesliga-Saison.
Dresdens wirtschaftliche Möglichkeiten werden durch das traditionelle Trainerfoto mit den Neuzugängen belegt. Zwischen Nils Schmäler vom VfB Stuttgart und Thomas Rath von Hertha BSC füllen gleich 4 A-Jugendliche den Kader auf. Sie sollen nach und nach herangeführt werden, so wie es Mitte der 80er Jahre in Sammers erster Amtszeit als Dynamo-Cheftrainer bereits mit Jörg Stübner, Ulf Kirsten oder Trainersohn Matthias gelungen war. Zum Saisonauftakt im August überraschen die Dresdner und protzen Titelfavorit Eintracht Frankfurt auswärts einen Punkt ab. Nach 3 Spielen sind Sammers Schützlinge noch immer ungeschlagen. Die Fans bejubeln dabei im Harvey-Stadion eine 3:0-Gala gegen den 1. FC Köln. Mit den Weltmeistern Littbarski und Ilkner auch ein Spitzenteam. All das geschieht mit Thorsten Gütschow in der Reservistenrolle. Der Torjäger ist unter Sammer nur noch zweite Wahl. Am 7. Spieltag schlägt Dynamo auch Mönchengladbach und rückt in der Tabelle auf Rang 6 vor. Die ganze Bundesliga staunt. Doch der Dynamo-Trainer weiß zu gut, dass die dünne Spielerdecke ihren Tribut fordern wird. Im Oktober 1992 sind die zahlreichen Verletzungsausfälle nicht mehr zu kompensieren. 2 Heimpleiten in Folge zwingen Klaus Sammer zu reagieren. Er zaubert für den bevorstehenden Heimauftritt gegen den Karlsruher SC einen 19-Jährigen aus dem Hut, René Beuchel. Dann ging es relativ schnell. Donnerstag mal aus der Schule gekommen. Zum Abschlusstraining der Profis mit beordert, abends dann mitgeteilt bekommen vom Klaus Sammer. Also im Bauch, morgen wirst du spielen. Überhaupt nichts geahnt. Ich war noch nie mal bei den Profis vorher dabei gewesen, dass ich mein Training mit absolviert hätte. Der junge Beuchel kennt keine Angst vor großen Namen. So wird der Youngster auf Anhieb zum Stammspieler bei Dynamo und bleibt mit der Mannschaft in seinen ersten 4 Bundesligaspielen ungeschlagen. Sportlich rangieren die Dresdner im Spätherbst unter den Top 10 im deutschen Fußball-Oberhaus. Aber gerechnet nach den Rahmenbedingungen sind die Sachsen bestenfalls zweitklassig. Ich habe das noch von der DDR-Zeit mit rübergebracht. Das war beim Fritsch so üblich, wenn es geregnet hatte und schlechtes Wetter war, wurde der Rasenplatz geschont, dass er nicht umgeackert wird. Und so habe ich das natürlich dann fortgesetzt. Wenn es geregnet hat, haben wir mit den Profis Bundesliga, erste Bundesliga haben wir auf dem Hartplatz trainiert. Aus der heutigen Sicht unvorstellbar. Seit den 70er Jahren unter Erfolgscoach Walter Fritsch hatte sich in Sachen Trainingsbedingungen nicht wirklich etwas verändert. Jedem Spieler ist klar, wer bei Dynamo kickt, muss mit dem zufrieden sein, was er hat. Wir haben auf den gefrorenen Hartplatz die Vorbereitung gemacht. Mit Wasserpfützen drauf. Das ist Bundesliga-Alltag Dynamo Dresden gewesen. Es war dann einfach strapaziös in vielen Bereichen, weil auch nichts nach vorn ging. Trainingsbedingungen wurden nicht verbessert, Stadion wurde nicht verbessert, Reiserei wurde nicht verbessert, die Regenwolken der Finanzen tauchten auf. Das Jahr 1992 endet mit einem Schock. Dynamos Schuldenberg ist auf 10 Millionen D-Mark angewachsen. Und nun? Fans und Mitglieder befürchten das Schlimmste. Einen Lizenzentzug oder gar einen Konkurs? Wer kann den Verein vor dem Aus bewahren? Die Nerven liegen blank. Kurz vor Weihnachten präsentiert Wolf-Rüdiger Ziegenbalg den vermeintlichen Retter. Es heißt, er sei der reichste Mann von Dresden. Ich habe eigentlich gedacht, mit dieser neuen Freiheit haben alle Menschen in Dresden und Umgebung, Fußballer, alle andere Möglichkeiten. Was kann hier in Dresden passieren und was geht und wie machen wir das mit dem Fußball? Und da war ich eigentlich vielleicht zu optimistisch, vielleicht auch zu blauäugig. Denn es ging schneller als gedacht, dass die neue Freiheit und das neue Leben eigentlich hier mehr Chaos bringt als uns nach vorne.